Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei der Totaltankstelle zwischen Frauenweiler und Wiesloch. Hier gibt es nicht nur Benzin und Diesel und leckeres Essen und Trinken, sondern hier gibt es auch den Autopflegeservice Göll. Der Herr Göll ist jetzt gerade eben hier bei der Arbeit und macht zum Beispiel aus einem gebrauchten Lenkrad ein nagelneues. Mit seinen Spezialgeräten putzt er das Auto innen und außen wirklich ganz toll. Herr Göll, wie viele Jahre machen Sie das jetzt schon? 7 Jahre. 7 Jahre Erfahrung und dann bestimmt ein paar hundert Autos im Monat. Herr Göll, das machen Sie ganz toll. Das sieht ja jetzt hier schon aus wie neu. Und so will der Kunde das, ja? Ja, genau so ist es. Also muss schon alles schon richtig schön sauber gemacht. Perfekt muss es sein, ja. Also das ist die Qualität, wo der Herr Göll liefert, hier bei der Totaltankstelle zwischen Frauenweiler und Wiesloch. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Immer wieder informiert, was hier in der Region gibt. Hier bei TV Überregional. Dankeschön und schönen Tag noch. Danke sehr. Hallo liebe Leute, TV Überregional ist jetzt hier bei der Feuerwehr in Rauenberg. Hier ist heute das Schlachtfest. Neben uns steht der Kommandant. Ja, hallo, mein Name ist Julian Haupt. Ich bin der Kommandant oder der Abteilungskommandant von der Freiwilligen Feuerwehr hier in Rauenberg. Wie ist es heute gelaufen? Ja, der Besuch war wie immer zu den Zeiten zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr sehr stark frequentiert. Wir waren auch wirklich recht schnell heute ausverkauft, also wir können uns nicht beklagen. Wir hatten ein volles Haus und hierfür schon mal im Vorfeld herzliches Dankeschön an alle Besucher. Was wird hier Leckeres gekocht? Wellfleisch, Füllsel, Kraut. Wie schwer ist es eigentlich, mit dem Kochlöffel die ganze Zeit zu rühren? Es geht, es ist nach einer Weile anstrengend, aber sonst ist es ganz in Ordnung. Der ist ja schwer, ne? Zeigen Sie den doch mal bitte. Ja. Ja. Das einzig Schwere ist eigentlich das nasse Sauerkraut. Ja. Und da gibt es ja den Spruch, ich versohle dir den Hintern mit dem Kochlöffel, damit ist aber der Kleine gemeint, nicht der Große, oder? Ja, damit war der Kleine gemeint. Sie machen jetzt leckeres Füllsel auf der Pfanne. Genau, das wird angebraten. Das ist der Rohzustand hinter uns. Und das wird angebraten. Und ist eine Speise aus Kartoffelblut. Was kommt noch neu? Fleisch. Kriever auch gebratene, ja. Und Zwiebel noch. Und das ist nach einem altbewährten Rezept gemacht. Jawohl. Das nächste Schlachtfest findet jährlich am Fasnachtssamstag, eben im nächsten Jahr dann im Februar wieder hier bei uns statt. Leute, schreibt es euch auf den Terminkalender für 2019 und die nächsten Jahre. Der Faschingssamstag hier in Rauenberg, Hohen Aspen, Haus Nummer 4, richtig? 4 bis 6. Okay, 4 bis 6. Also nicht nur die Feuerwehr im Einsatz, sondern auch Sie können in den Einsatz zur Feuerwehr, zum Schlachtfest. Auch sind Sie natürlich vertreten auf dem Weihnachtsmarkt in Rauenberg. Was bietet denn die Feuerwehr Rauenberg auf dem Weihnachtsmarkt an? Ja, wir sind bei dem jährlichen Weihnachtsmarkt, der immer im Dezember stattfindet, natürlich mit unserem Stand vertreten. Wir bieten sowohl Speisen als auch Getränke. Aber ich würde sagen, unser Highlight, also wofür wir auch auf dem Rauenberger Weihnachtsmarkt bekannt sind, ist unser Rauenberger Winzerglühwein, den wir jährlich von der Straußenwirtschaft Meistersick in Rauenberg beziehen. Dafür sind wir bekannt und den werden wir auch so weiter fortführen und weiter verkaufen. Alles Produkte direkt aus der Region oder lokal sogar? Ja, wir bauen eben sehr stark auf die Rauenberger Gewerbetreibende, sage ich mal. Uns ist wichtig, dass wir wirklich hier Produkte aus der Region und nicht aus dem Discounter anbieten. Lobenswert, das ist schön. Wenn jeder so denken würde, würde sicher jede Gemeinde bzw. jeder Ort selbst unterstützen und nicht, wie es andere machen, von weit her aus der Südpfalz irgendwas anfordern, obwohl es das im eigenen Ort gibt, richtig? Ja, ist richtig. Und ich sag mal, es spricht sich auch rum bei den Besuchern. Und die wissen dann, dass wir den Glühwein von Meistersick beziehen und kommen dann auch gerne, weil sie genau wissen, wo der Glühwein her ist.
Also vormerken, Weihnachtsmarkt, Rauenberg. Leute, ihr wisst, wann Weihnachten ist. Da sieht man sich dann gerade wieder, gell? Ja, wir freuen uns. Vielen Dank. Liebe TV-Überregionalzuschauer, wir haben hier jetzt Herrn Norbert Elsässer, Vorsitzender vom Gewerbeverein Rauenberg, neben uns stehen. Herr Elsässer, dieses Jahr findet wieder eine ganz tolle große Gewerbeschau statt, und zwar diesmal in einem Gebäude. Nicht so wie hier jetzt in den hohen Aspen unter freiem Himmel, sondern... Ja, also am 24. 25. März, da steigt die Gewerbeschau, und zwar, wir machen das ja so, dass alle Jahr wechselt es, einmal hier im Hohen Aspen und dann einmal drüber in den Hallen. Dieses Jahr ist es in den Hallen, und ja, wie gesagt, 24. 25. Sie sind alle recht herzlich eingeladen. Weitere Aussteller haben natürlich auch noch die Möglichkeit, sich beim Herrn Elsässer, Gewerbeverein Rauenberg, zu melden, die auch noch irgendwo hier und dort ihr schönen Betrieb zeigen und repräsentieren möchten, richtig? So ist es. Also, wir haben noch etliche Plätze frei. Was heißt etliche Plätze? Noch 3, 4 Standplätze sind frei. Ich gehe mal davon aus, dass bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, die Plätze vergeben sind. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie zu der Gewerbeschau nach Rauenberg. Sie sehen es hier jetzt eingeblendet, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit und alles. Nehmen Sie sich extra frei dafür, falls Sie irgendwie Schicht haben sollten, weil es lohnt sich sehr. Was hier geboten wird, sehen Sie normalerweise nicht während eines normalen Gewerbebetriebes. Richtig? Weil die repräsentieren ja extra etwas. Ja, also man sieht ganz viele Gewerbebetriebe, Handwerker, Kunstaussteller, also schon etliche. Es gibt eine sehr interessante Gewerbeschau, wie immer in Rauenberg. Und ja, es ist auch für Kinder was geboten. Wir haben eine riesengroße Tombola, die ist schon fast, ich will mal fast sagen, weltberühmt. Ja, es lohnt sich, vorbeizuschauen. Ist das wieder mit diesen riesen, gigantischen Fernsehern und alles? Ja, der erste Preis wird wahrscheinlich ein Fahrrad sein. Zweiter Preis, gehe ich mal davon aus, wieder ein Fernsehgerät. Dritter Preis, so schauen wir mal, was. Ja, man muss sich überraschen lassen. Also es sind so circa 40 bis 50 Preise. Also man hat eine gute Chance, hier was mit nach Hause zu nehmen. Okay. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg, viel Glück, auf das ja viele von den Zuschauern auch bei Ihnen vorbeikommen. Vielen Dank für das Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal, Oliver Döll von TV Überregional. Liebe TV Überregional-Zuschauer, recht herzlich willkommen hier jetzt in Reilingen. So läuft der Hase bei der Gemeinde Reilingen. Das ist der Slogan. Also, jetzt zeige ich Ihnen mal etwas, was hier unbedingt mal zu erwähnen wäre. Fahren wir weiter. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die evangelische Kirche in Reilingen. Im neuen Glanz soll sie erstrahlen. So hat es dann auch die Firma Schall und Licht gemacht. Sie hat hier überall ganz hochwertige LED-Lampen eingebaut und lässt jetzt nachts die schöne Kirche hell erstrahlen. So ist der Wunsch gewesen, und einige Zeit vorher hat man das Gleiche bei der katholischen Kirche gemacht. So, das ist jetzt auch etwas ganz Neues. Jetzt geht es weiter zum nächsten Punkt hier in Reilingen, wofür wir heute unterwegs sind. Katholische Kirche Reilingen, hier auch an der Hauptstraße. Hier wurde auch alles wunderschön montiert mit LED-Lampen von der Firma Schall und Licht hier in Reilingen. Die macht ja auch Beleuchtungen für Firmen, für Gewerbe und natürlich auch auf Veranstaltungen. So, und hier sind wir jetzt bei der katholischen Kirche in Reilingen, und ich lasse Ihnen jetzt auch mal die Aufnahmen machen von den Lampen, die hier vor ein paar Jahren installiert wurden. Und aufgrund des großen Erfolges, weil es jedem gefallen hat, ist dann auch der Auftrag gekommen für die evangelische Kirche. Liebe weitere Gemeinden, Städte und Verbände, wenn Sie auch so eine Beleuchtung benötigen, Schall und Licht in Reilingen macht es für Sie ganz unkompliziert. So, und dann werden wir weiterfahren ins Neubaugebiet und zeigen Ihnen, wie Reilingen wächst.
Reilingen braucht einen neuen Heimwerkermarkt oder Baumarkt. Hier sind sehr, sehr viele Reilinger aktive Bürger, die immer wieder was zu Hause machen oder an ihrem Betrieb oder im Garten oder sonst noch was. Sogar die Vereine sind sehr aktiv. Also leider hat aber unser jahrzehntelanger Reilinger Baumarkt zumachen müssen. Liebe Leute, wenn Sie vorhaben, ein neues Geschäft irgendwo zu eröffnen, dann kommen Sie einfach nach Reilingen, eröffnen Sie hier einen Baumarkt. Der Bedarf ist da. Und warum der Bedarf noch stärker wird als vorher, zeigen wir Ihnen jetzt bei der nächsten Tour dort, wo wir hinfahren. Denn Reilingen wächst. Reilingen wird immer größer. Reilingen wird immer interessanter. Schauen Sie selbst. Folgen Sie uns. Gesundheit. Ja, ihr lieben Zuschauer, wie ihr sehen könnt, hier in meinem Hintergrund unglaublich viele Bauplätze, unglaublich viele neue Einwohner hier in Reilingen, die jetzt ihr Zuhause hier bauen. Ja, hier entsteht einiges, hier ist die Zukunft auch von Reilingen gesichert. Je mehr Leute nach Reilingen ziehen, umso mehr wird natürlich auch die Wirtschaft und das Gewerbe unterstützt. Also deshalb kommen Sie nach Reilingen, machen Sie Ihren Gewerbebetrieb hier in Reilingen auf. Die Bürger werden es Ihnen danken. Wir sind jetzt angekommen hier in Reilingen bei dem Kleintierzuchtverein, KTZV wird es auch genannt. Hier haben Sie die Möglichkeiten, Kleintiere zu züchten, zu pflegen, ein neues Zuhause zu geben. Natürlich sucht der Kleintierzuchtverein gerade eben für seinen Gaststättenbetrieb einen neuen Pächter. Also es sind alle Leute aufgerufen, die den Koch erlernt haben, hier sich zu melden beim Kleintierzuchtverein in Reilingen, dass auch hier der Gaststättenbetrieb wieder laufen kann. Hier sind regelmäßige Veranstaltungen und wenn bekannt wird, dass hier ein neuer Pächter ist, der leckeres Essen macht, kocht und die Leute natürlich auch bedient, dann werden umso mehr hierher kommen und natürlich für Umsatz sorgen. Hier kommt ein Vereinsmitglied. Entschuldigung mal bitte. Wir machen gerade eine kurze Dokumentation über Reilingen, alles was interessant ist, und sind jetzt hier beim Kleintierzuchtverein gelandet. Hier wird noch ein Pächter gesucht? Ja, immer noch. Und wie viele Parzellen sind hier eigentlich, wo man seine Kleintiere eigentlich züchten und pflegen kann? 12. Gut. Und gefällt es Ihnen hier? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Das ist richtig, ja. Und was haben Sie hier? Hühner? Hühner. Die legen fleißig Eier? Ja, nur im Moment ist es zu kalt für die armen Tiere. Im Frühjahr geht es besser. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es wird noch ein Pächter gesucht. Natürlich auch noch neue Mitglieder. Es sind bestimmt noch ein paar Parzellen frei, oder? Ja. Und dann kann man mit denen gestalten und machen, was man will, so wie man es liebt? Man kriegt sogar Hilfe gestellt. Finanziell nicht, aber arbeitsmäßig. Wunderbar, besser kann es ja nicht sein. Was ist das hier eigentlich für eine Adresse jetzt ganz genau, wenn einer mit dem Navi hierher fahren will? Wilhelmstraße 40/2. 68799 Reilingen. Ja. Wissen Sie zufällig die Telefonnummer, dass man jemanden erreichen kann? Im Moment ist keine Telefonnummer geschaltet, aber ich kann Ihnen die Telefonnummer geben von einem Vorstand. Ja. 0151 555 97917. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal und meldet euch hier beim Kleintierzuchtverein in Reilingen. Vielen Dank für euer Zuschauen. Ihr Oliver Döll. Dankeschön, danke. Melden Sie sich einfach beim Kleintierzuchtverein in Reilingen. Vielen Dank für Ihr Zuschauen.
Das passt zu dem Thema, Reilingen baut auf. So läuft der Hase. Wir haben es vorhin gesagt, Neubaugebiet, da wird aufgebaut. Dann, wir brauchen einen neuen Heimwerker-Baumarkt. So. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel Schubertstraße, Matthias Krämer, der Heizungsmeister, Sanitär und Wasser, wird demnächst hier seinen neuen Laden eröffnen. Nämlich hat er hier seinen Ausstellungsraum mit verschiedenen Heizungsteilen, Wasserhähnen, Waschbecken, Spiegel und so weiter. Man muss nur ein bisschen Mut haben. Und dann kann man auch etwas sehr stark erreichen, wenn man das Ziel gesetzt hat, so wie der Matthias Krämer hier. Ja, und hier in der Schubertstraße werden Sie dann auch glücklich werden, wenn Sie sanitäre Anlagen oder andere Sachen für Ihre Heizung benötigen. Der Mann vom Fach, vom Keller bis zum Dach, Matthias Krämer. Und es wäre toll, wenn ich auch über Sie mal berichten könnte, weil Sie den Mut haben, hier in Reilingen auch etwas richtig bekannt zu machen und für die Bürger da zu sein. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuschauen.